Ja, was sind das für Menschen? Wie gleichgültig, wie egal ist es denen eigentlich, dass sie anderen wirklich erheblichen Schaden zufügen? Der Schaden durch diese drei Einbrüche, haben das mal so ein bisschen hochgerechnet, liegt jetzt bei circa 20.000 Euro. Also es ist schon sehr, sehr schwierig, wenn man hier steht vor dieser Scheibe und sieht dieses riesengroße Loch in dieser Scheibe und weiß, die Leute haben meine Scheibe einfach so zerstört in einer Massivität, dass es selbst möglich ist, gesamte Fahrräder einfach aus diesem Laden rauszuziehen. Da weiß man nicht, was man dazu sagen soll. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll, dass es so schnell geht und dass es so viel, dass es Leute gibt, die so gewaltbereit sind, diese Dinge einfach zu tun. Ja, also wir können aktuell nicht sagen, dass ein und dieselbe Person, die drei Straftaten begangen hat, die Ermittlungen dazu laufen noch. Man sieht aber auch, dass sie damit gerechnet haben, dass Kameras da sind oder es wussten. Denn auf den Aufnahmen, die wir gemacht haben, sieht man, dass sie immer irgendwelche Hoodies tragen, wo die Kapuze weit ins Gesicht gezogen ist. Und wenn sie an den Kameras vorbeigehen, dass sie auch den Kopf dann zur Seite drehen. Also sie achten schon darauf, dass sie nicht gefilmt werden. Das heißt, es spricht auch so ein bisschen dafür, dass sie vorher schon geschaut haben und geguckt haben, wo hier Kameras sind und wie sie sich gegebenenfalls bewegen müssen, damit sie nicht erkannt werden können. Ja, das ist jetzt eine der Maßnahmen, der Sofortmaßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben bei uns im Laden, dass wir alle hochwertigeren, teureren Fahrräder mit sehr schweren Ketten und mit sehr dicken Schlössern erstmal so sichern, dass sie nicht einfach so geklaut werden können, dass man auch nicht damit wegfahren kann. Es geht immer um die Zeit bei solchen Sachen, dass man versuchen sollte oder muss, dass es für den Dieb einfach nicht schnell genug geht, dass es für ihn ja nicht mehr lukrativ ist, es zu versuchen, etwas zu klauen. Und das hoffen wir jetzt mit diesen Maßnahmen erreicht zu haben, beziehungsweise mit den jetzt noch kommenden Maßnahmen zu erreichen.